Und schon wieder ist eine Woche rum. Das heißt, es gibt wieder einen neuen Film von mir. Nach einigen Infos zu nicht modernisierten Landbahnhöfen im Teil 31, siehe Infocard oben rechts oder den Link in der Videobeschreibung, und einem Teil über die Nebenanlagen in Teil 32, siehe ebenfalls Infokarte oben rechts oder ebenfalls in der Videobeschreibung, widmen wir uns heute dem, was in der Gegenwart von Landbahnhöfen noch übrig geblieben ist. Gezeigt wird das im Wesentlichen an Bahnhöfen der Niddertalbahn. Und das ist jetzt der Punkt, an dem die Fans der Baureihen 218 und 628 hektische Flecken im Gesicht bekommen könnten. Die Bilder in dem Film wurden alle vor ca. 10 Jahren aufgenommen. Sie sind also mittlerweile durchaus historisch. Oder sagen wir besser, die abgebildeten Fahrzeuge sind Vergangenheit. Zumindest auf dieser Strecke. Nochmal ein kurzer Themenwechsel. Thorstens Mobile Planungsdienst hat jetzt seine eigene Seite auf meiner Firmenwebseite infographics.de. Die genaue Adresse ist in dem roten Balken hier eingeblendet. Ansonsten ist in der Videobeschreibung noch ein Link zu der Seite. Auf dieser Seite werden in den kommenden Wochen Stück für Stück alle relevanten Informationen veröffentlicht. Aber nun wieder zurück zum gewohnten Ritual. Gleich zu Anfang des Filmes der Hinweis: Über Likes und Kommentare freue ich mich ebenso wie über ein Abo. Wer nach dem Abonnieren das Glöckchen klickt, wird über neue Filme von mir automatisch informiert. Nach dem Intro geht's los. Was sind eigentlich die Merkmale eines modernisierten Landbahnhofs? Naja, zuallererst liegt er mal auf dem Land oder in einer ländlich geprägten Region. Allen modernisierten Landbahnhöfen, die ich gesehen habe, war eins gemeinsam. Die Bahnsteige waren sehr merklich angehoben worden. Weiterhin charakteristisch ist, dass die Gebäude verkauft oder aufgegeben wurden. Oft wurden alle Weichen ausgebaut, das heißt, die ehemaligen Bahnhöfe wurden nun zu Haltepunkten. Und die Fahrkarten gibt's jetzt an Automaten. Bahnhöfe und Haltepunkte der Niddertalbahn. Das Stockheimer Lieschen von Bad Vilbel nach Stockheim. Einige Leute werden jetzt sagen: Bad Vilbel, Landbahnhof, nicht dein Ernst, oder? Das stimmt natürlich, aber das Bild wurde aufgenommen, um die Strecke vollständig zu dokumentieren. Also, Bad Vilbel ist kein Landbahnhof. Und schon gar nicht modernisiert. Haltepunkt Bad Vilbel-Gronau. Aber schon nach rund 4 Kilometer Fahrtstrecke erreicht das Stockheimer Lieschen den Haltepunkt Bad Vilbel-Gronau. Soweit ich mich erinnere, bestand der Haltepunkt früher aus einem Schüttbahnsteig etwas außerhalb des Ortes. Nach der Modernisierung des Haltepunkts ist der Haltepunkt behindertengerecht und der Ort ist ein wenig an den Haltepunkt herangerückt. Auf diesem Bild sind übrigens gleich zwei Raritäten zu sehen. Und zwar einerseits das Farbschema der Lok in Verkehrsrosa, kleines Späßle von mir. Natürlich ist es das verkehrsrote Farbschema, aber halt eben etwas ausgeblichen. Und andererseits der DB-Pluspunkt. Dieses Gestaltungskonzept bestand aber aufgrund von hohen Kosten und hohem Aufwand nur 2 Jahre lang. Aber wer auf der Modellbahn die Zeit nach der Jahrtausendwende abbilden will, für den ist das sicher ein interessantes Konzept. Weitere Informationen dazu gibt's in der Videobeschreibung. Bahnhof Niederdorf-Velden. Nach dem Haltepunkt Bad Vilbel-Gronau kommen wir jetzt wieder zu einem richtigen Bahnhof. Niederdorf-Velden. Das war vor der Modernisierung ein richtig schöner, schnuckliger Landbahnhof. Er hatte ein Empfangsgebäude, Güterschuppen, Gütergleise und sonstiges, was man eben so an einem Landbahnhof erwartet. Zuletzt war zwar vieles nicht mehr in Betrieb, aber das ist halt der Lauf der Dinge. Geblieben ist zumindest die Ausweichstelle an der eingleisigen Nebenstrecke. Und jetzt einfach mal ein paar Bilder von dem Bahnhof für die Modellbahner, die sowas eventuell nachbauen wollen. Haltepunkt Schöneck-Oberdorf-Velden. Und hier der wohl schönste Haltepunkt an der ganzen Strecke. Mein Vorschlag: schnell weiter. Naja, zumindest an dieser Stelle ist Schöneck so schön, wie Grönland grün ist. Haltepunkt Schöneck-Kilianstetten. Zur Ehrenrettung von Schöneck muss man aber durchaus sagen, Schöneck hat auch wirklich sehr schöne Ecken.
Hier beispielsweise kommt ein Zug aus dem weniger schönen Schöneck in das schönere Schöneck. Nach kurzem Aufenthalt setzt sich der Zug dann weiter in Bewegung und zwar in Richtung Schöneck-Büdesheim. Aber wir gucken uns nochmal ein wenig im Bahnhof oder im ehemaligen Bahnhof Kilianstetten um. Der Bahnsteig selbst hat die anheimelnde Gemütlichkeit eines Wartezimmers einer Zahnarztpraxis. Naja gut, sagen wir, die anheimelnde Gemütlichkeit einer barrierefreien Zahnarztpraxis. In dem ehemaligen Empfangsgebäude ist mittlerweile ein Lokal mit Biergarten. Das dürfte das gemütlichste am aktuellen Haltepunkt Schöneck-Kilianstetten sein. Aber für Modellbahner könnte so ein Wirtshaus mit Biergarten durchaus ein reizvolles Motiv sein. Haltepunkt Schöneck-Büdesheim. Hier ist die Straßenseite des ehemaligen Empfangsgebäudes in Schöneck-Büdesheim. Das Gebäude ist zwar ganz schön, aber wirklich interessant wird's erst auf der Gleisseite. Der Bahnsteig ist der übliche Einheitsbrei, den man von allen Stationen auf dieser Linie kennt. Aber der Tunnel ist interessant. Er ist relativ nah am Haltepunkt und es ist relativ wenig Erde über dem Tunnel. Auch der ehemalige Bahnhof Büdesheim bestand natürlich aus mehr als einem einzigen durchgehenden Gleis. Hier in dem Bild kann man etwa erahnen, wo eins lag. Wenden wir nun den Blick nochmal zurück in Fahrtrichtung Bad Vilbel. Aus dieser Richtung treffen Züge ein, wenn sie aus Schöneck-Kilianstetten kommen. Und wenn man genauer hinsieht, dann entdeckt man da auch noch Reste der demontierten Bahnanlagen. Aber unsere Reise geht weiter durch den Büdesheimer Tunnel Richtung Windecken. Haltepunkt Nidderau-Windecken. Lange Jahre lag dieser Haltepunkt auf freiem Feld zwischen den Stadtteilen Nidderau-Windecken und Nidderau-Heldenbergen. Aber so langsam wächst die Stadt heran. Züge aus Büdesheim kommen übrigens aus dieser Richtung und fahren in diese Richtung weiter zum Bahnhof Nidderau. Bahnhof Nidderau. In diesem Bahnhof berühren sich die Hauptstrecke Friedberg-Hanau und die Nebenstrecke Bad Vilbel-Stockheim. Die Nebenstrecke ist weinrot eingezeichnet, die Hauptstrecke ist grün und die abgebauten Gleise sind grau. Für die Modellbahn ist das im Prinzip auch ein sehr interessantes Bahnhofskonzept, aber es erfordert sehr kleine Nenngrößen. Das gilt zumindest dann, wenn sich noch ein wenig freie Strecke anschließen soll. Hier ein Bild aus dem Jahr 2010. Am südöstlichen Ende des Bahnsteigs der Niddertalbahn stehen zwei 628er. Der vordere fährt in Richtung Bad Vilbel, der hintere fährt in Richtung Stockheim. Am nordwestlichen Ende des Bahnsteigs, im Plan auf der linken Seite, fährt ein Zug aus Richtung Stockheim ein. Hier ein anderer Zug aus derselben Richtung im gleichen Bahnhofsbereich. Wenn wir den Blick nun in Richtung des südöstlichen Bahnsteigsendes schwenken, sehen wir verschiedene Dinge. Einerseits sehen wir den sichtbar modernisierten Bahnsteig des Stockheimer Lieschens, andererseits sehen wir den sichtbar nicht modernisierten Bahnsteig der Strecke Friedberg-Hanau und letztlich sehen wir ein paar Gleisreste der Ortsgüteranlage westlich der genannten Hauptstrecke. Es wird also deutlich, dass selbst ein verhältnismäßig kleiner Bahnhof wie Nidderau bzw. ehemals Heldenbergen-Windecken verschiedene Modernisierungsgrade aufweisen kann. Noch sichtbarer wird das, wenn wir etwas näher herangehen. Hier stehen wir auf dem Bahnsteig der Niddertalbahn. Klar zu erkennen ist, dass dieser Bahnsteig modernisiert wurde. Aber ebenso klar zu erkennen ist, dass der Rest des Bahnhofs überhaupt nicht modernisiert wurde. Ganz im Gegenteil. Der Bahnsteig an der Hauptstrecke ist so flach wie eh und je und vom Bahnhofsgebäude wollen wir gar nicht reden. Das Positivste, was man darüber sagen kann, ist, dass der alte Bahnhofsname noch dran steht. Fährt man weiter Richtung Stockheim, kommt als nächstes der Haltepunkt Nidderau-Eichen. Haltepunkt Nidderau-Eichen. Hier ein Blick zurück in Fahrtrichtung Bad Vilbel. Wenn wir an das andere Ende des Bahnsteigs vom Haltepunkt gehen, dann sehen wir das Titelbild von Folge 31. Aber das war eigentlich auch schon alles, was es hier an der Station zu sehen gibt. Drehen wir uns lieber schnell rum und fahren weiter Richtung Stockheim. Die nächste Station ist dann Altenstadt Höchst. Haltepunkt Altenstadt Höchst. Am Ortsrand von Altenstadt Höchst liegt der ehemalige Bahnhof und jetzige Haltepunkt Altenstadt Höchst. Das hier im Bild zu sehende ehemalige Empfangsgebäude wurde durch einen DB-Pluspunkt ersetzt. Die Bildsequenz im Vorspann wurde hier aufgenommen. Deswegen erspare ich mir weitere Bilder. Hier nochmal eine kurze Erinnerung, was ich meine. Die nächste Station ist dann wieder ein richtiger Bahnhof, und zwar Altenstadt. Bahnhof Altenstadt.
Den Bahnhof Altenstadt hatte ich 2008 am Ende seiner Umbauphase besucht. So ein Bahnhof in der Umbauphase ist eventuell auch ein sehr interessantes Motiv für eine Modellbahn. Das ehemalige Empfangsgebäude macht einen ausgesprochen gepflegten Eindruck und beherbergt ein Bistro mit Biergarten. Zu den Hauptverkehrszeiten werden übrigens Doppelstockwagen eingesetzt, ansonsten N-Wagen oder 628er. Selbst in der Gegenwart wird also einigermaßen abwechslungsreiches Zugmaterial eingesetzt. Aber in den früheren Epochen war es noch wesentlich abwechslungsreicher. An Triebfahrzeugen waren auf der Strecke 212er, 216er, 260er und 628er zu sehen. Aber das Kurioseste dürfte wohl der IC Nittertalbahn gewesen sein. Er fuhr von Frankfurt-Main bis nach Altenstadt. Ein Link zu einer Galerie, in der der eben genannte Zug gezeigt wird, ist in der Videobeschreibung zu finden. Der hier zu sehende Zug kommt übrigens aus Altenstadt-Lindheim. Da gucken wir uns jetzt um. Haltepunkt Altenstadt-Lindheim. Auch hier ist alles wie gehabt. Bahnsteig modernisiert, Empfangsgebäude verkauft und ansonsten ist hier nicht wirklich viel los. Es folgen einfach mal ein paar Bilder von dem Ort, weitgehend ohne Kommentare, aber mit musikalischer Untermalung. Haltepunkt Glauburg-Glauberg. Auch in diesem ehemaligen Empfangsgebäude ist jetzt ein Lokal. Meines Erachtens war der Bahnsteig mal auf der anderen Gleisseite, aber wirklich Belege habe ich dafür nicht. Bahnhof Glauburg-Stockheim. Und nun kommen wir zur Endstation Stockheim, oder wie es jetzt heißt, Glauburg-Stockheim. Hier trifft die Nebenstrecke, die wir durch den Film begleitet haben, wieder auf eine Hauptstrecke, die Lahn-Kinzig-Bahn. Aber auch hier hat einzig die Nebenbahn moderne Infrastruktur. Mittlerweile ist es sogar im Gespräch, die Nittertalbahn zu elektrifizieren. Aufmerksame Modellbahner sollten jetzt erstmal genug Anregungen erhalten haben, um eine moderne Nebenbahn für ihre Anlage zu planen. Im ehemaligen Empfangsgebäude des Bahnhofs Stockheim gibt es übrigens eine sehr sehenswerte Modellbahnanlage. Nähere Infos gibt es auf der Webseite modellbahnhofstockheim.de und der betreffende Link ist in der Videobeschreibung. So, das war's wieder mal. Den nächsten Film gibt's am Donnerstag, vielleicht auch am Montag. Wobei montags der Termin für Kurzfilme ist. Wenn ihr keinen neuen Film verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Klickt nach dem Abo aufs Glöckchen, wenn ihr für jeden neuen Film eine E-Mail-Benachrichtigung wollt.